Herzlich willkommen zurück. Für dieses Video solltest du bereits die beiden zentralen Fragen bei Auswahlproblemen kennen. Und zwar ist die Reihenfolge wichtig und ist Mehrfachauswahl erlaubt. Außerdem solltest du die Anzahl der Möglichkeiten in jedem dieser vier Fälle berechnen können. Das Ziel für dieses Video ist, die Anzahl der Möglichkeiten zu berechnen, bei einer Multiple-Choice-Frage 2 aus 5 anzukreuzen. Schauen wir uns das Problem genauer an. Bei einer Multiple-Choice-Frage des Formats 2 aus 5 gibt es 5 mögliche Antworten, von denen genau 2 richtig sind. Man darf also genau 2 der 5 Antworten ankreuzen. Das könnte zum Beispiel so aussehen. Und nun stellen wir uns die Frage, wie viele Möglichkeiten gibt es, genau 2 beliebige Antworten anzukreuzen? Nehmen wir dafür kurz Zeit, berechne die Anzahl der Möglichkeiten, pausiere dazwischen kurz das Video und wir sprechen dann noch über das Ergebnis. Na gut, wenn wir uns hier die Fragestellung noch einmal genauer anschauen, stellen wir fest, es handelt sich hierbei um eine Kombination ohne Mehrfachauswahl, denn es kommt nicht darauf an, in welcher Reihenfolge wir die Kreuze setzen und wir wissen, wir können nirgends 2 Kreuze setzen. Das bedeutet, wir wissen schon, wir können jetzt die Anzahl der Möglichkeiten einfach mit dem Binomialkoeffizienten 5 über 2 berechnen, denn wir haben n gleich 5 mögliche Antworten, aus denen wir k gleich 2 auswählen. Das bedeutet, wenn wir das mit der Hand berechnen wollen, können wir rechnen 5 mal 4 gebrochen durch 2 Faktorielle und das ergibt 10. Also es gibt 10 Möglichkeiten, genau 2 beliebige Antworten anzukreuzen. Jetzt stellen wir uns noch eine zweite Frage und zwar, wie viele Möglichkeiten gibt es, 2 falsche Antworten anzukreuzen? Mach dir darüber auch noch Gedanken und berechne die Anzahl der Möglichkeiten. Pausiere dafür noch kurz das Video und wir sprechen dann noch über das Ergebnis. Also gut, die Argumentation ist hier jetzt ähnlich. Wir müssen nur zunächst einmal festlegen, es gibt 2 richtige Antworten. Und jetzt können wir uns einfach überlegen, wie viele Möglichkeiten haben wir, aus den 3 falschen 2 auszuwählen. Also haben wir jetzt n gleich 3 falsche, aus denen wir k gleich 2 auswählen. Also betrachten wir den Binomialkoeffizienten 3 über 2. Wenn wir den mit der Hand berechnen wollen, ist das 3 mal 2 gebrochen durch 2 Faktorielle und das ergibt 3. Also es gibt 3 Möglichkeiten, 2 falsche Antworten anzukreuzen.